Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mal über das Thema Zugriffsmöglichkeiten über Strahlung. Auf das bin ich gerade aufmerksam geworden, indem ich eine Nachricht bekommen habe von einer Kundin. Der habe ich vor kurzem auf alle ihre Geräte, also Handy, Tablet, Router und so weiter, alles was halt funkt und strahlt, die Programmierung von dem ESMOC-Transformer angebracht. Das ist ein rein energetisches Tool, was die Strahlung von diesen ganzen Geräten auf eine sehr intelligente Weise umwandelt, so dass es der eigenen Entwicklung dient und auch, dass wenn mehrere Geräte damit versorgt sind, dass es auch von also ein Feld aufbaut, also die verbinden sich dann und es baut ein Feld auf und damit ist auch alles das, was von außen reinkommt, sprich von Nachbarsrouter oder von was weiß ich, Mobilfunksendemasten und so weiter, wird dann innerhalb des eigenen Feldes mit umgewandelt, ist mit der Quelle verbunden, insofern wirkt das Ganze eigenintelligent und es funktioniert sehr, sehr gut. Also ich bin selber seit vielen Jahren sensibel auf diese ganze Strahlung und seit ich das habe, ist da Ruhe. Und jetzt hat die mir also vorhin geschrieben, was denn los wäre. Sie merkt seit ein, zwei Tagen irgendwie stärker die Strahlung wieder. Und fragt sich, ist jetzt die Strahlung stärker geworden oder was ist da los? Und ich habe hingespürt und auf was ich komme, ist ganz erstaunlich. Und zwar, es gibt bestimmte Wesen, die anscheinend, nicht bei allen Menschen, aber halt bei etlichen, über diese ganze Strahlung Zugriff haben aufs Energiesystem und da energetisch wirken und irgendwas machen können. Naja, über Zugriffsmöglichkeiten habe ich ja im Kanal schon sehr, sehr ausführlich und lang erzählt, in allerlei Hinsicht. Und das ist mir jetzt eine neue Spielart, die ist mir bislang noch nicht untergekommen. Und da habe ich gedacht, ach, da schaffen wir gleich mal Abhilfe in der Form, dass ich das A, euch erzähle und B, eine Bitte ausspreche, dass ihr aus diesen Zugriffen rauskommt. Und dann hoffe ich doch sehr, dass es euch bezüglich dieser ganzen Strahlung besser geht, dass ihr euch damit wohler fühlt. Und ja, wer zusätzlich noch gerne was mit seiner ganzen Strahlung von Handy, Tablet, Router und so weiter machen möchte, kann sich gerne melden. Da kann ich auch die Programmierung für den ESMOC-Transformer auf eure Geräte anbringen. Gut, aber jetzt mal zu der Bitte. Wir nehmen erstmal einen tiefen Atemzug und kommen ganz im Hier und Jetzt an, zentrieren uns jeder in seinem Hara. Wir gehen weiter mit unserer Aufmerksamkeit, jeder in sein Herzchakra, öffnen unsere Herzen, so gut es geht, und wir verbinden uns mit der Quelle allen Seins, die voll bewusst und allmächtig ist. So, dann bitten wir die Quelle allen Seins aus der Tiefe unserer Seelen darum, dass im Rahmen von dieser Save-Your-Life-Transformation für dich das Allerbestmögliche geschieht und dass alles, was dem entgegenwirkt, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und dass du davon vollständig befreit wirst, bist und bleibst. Und mit einem So ist es kannst du das Ganze bestätigen. Okay. Ansonsten Heilungsbereitschaft und Identifikationen sind damit jetzt, also bei dem Thema, keine relevante Sache. Insofern lasse ich das in dem Fall aus. Und wir kommen direkt zu der eigentlichen Bitte bezüglich der Zugriffe. Also, wir bitten die Quelle allen Seins aus der Tiefe unserer Seelen darum, dass alle Zugriffsmöglichkeiten und alle tatsächlichen Zugriffe aller Wesen, die über jegliche Art von Strahlung auf dich zugreifen und deren gesamtes Wirken auf dich und alle Folgen und alle Folgen der Folgen und immer so weiter, die jemals daraus entstanden sind, wir bitten darum, dass all das vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und dass du davon vollständig befreit wirst, bist und bleibst. Und dem kannst du zustimmen mit einem So ist es.
Und wie ansonsten auch in letzter Zeit, füllen wir jetzt einfach alles, was frei geworden ist, wieder mit goldener Energie auf bei dir. Wir bitten die Quelle allen Seins aus der Tiefe unserer Seelen darum, dass jetzt zu deinem höchsten Wohl, zum Besten des Ganzen und im Sinne des neuen Zeitalters, du auf die bestmögliche Weise aufgefüllt wirst mit neuer goldener Energie aus der Einheit. Und auch dem kannst du zustimmen mit einem "So ist es". Ja, damit wären wir schon am Ende angekommen. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, bin sehr gespannt, wie es dir und all den anderen, die es hören, damit so geht. Ich wünsche euch noch eine ganz gute Zeit, einen schönen Abend. Bis in Kürze. Alles Liebe. Tschüss, eure Irene.